Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Angeljo TV. Dieses Mal in Action mit Christian Albrecht von der Partie. Hi. So, wir sind gerade angekommen am See, an unserem Karpfensee, den du ausgesucht hast. Heißt, wenn wir nichts fangen sollten, ist es deine Schuld. Meine Schuld, ja. Der große Kastenwagen ist vollgepackt und den müssen wir jetzt leer packen, alles aufbauen. Und ich habe gar keine Ahnung davon. Heißt, du wirst mir alles zeigen müssen. Das kriegen wir hin. Bleibt viel an mir hängen bestimmt beim ersten Mal, aber genau. Beim nächsten Mal bist du dann dran. Oh, aber ihr habt es gehört. Es gibt vielleicht sogar noch ein nächstes Mal, aber nur wenn wir gut fangen. Deswegen, wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Vollgas. So, das ist ja wohl ein schön gepacktes Karpfenauto. Übrigens, die Hälfte haben wir schon rausgepackt. So, das kleine Futterboot haben wir schon hier aufgebaut liegen. Einen Sessel habe ich auch schon aufgebaut. Der Christian macht gerade das Zelt. Und du meinst, wir machen es uns gemütlich? Wir machen es uns heute richtig gemütlich. Dann werden wir mal gucken, ob was passiert, ja. Also ich hoffe, die Karpfen machen es uns nicht gemütlich. Heißt, wir müssen die ganze Zeit drillen und. Sollte das nicht so sein, haben wir uns schon Plan B ausgedacht. Aber den Plan B werden wir euch lieber nicht verraten. Zeug machen wir das nicht zu schwer. Ich kann hier mit einer Tasche arbeiten. Für mich bleiben die Batterien. Das ist Zelt recht los. So, hier richtig professionell im Zelt. Und du baust schon die Sachen auf, Pieper? Ja, richtig. Pieper sind am Start. Die Gizmos von Sonic. Super Pieper für den Preis eigentlich, kann man nichts sagen. Und na, wir können ja mit 4 Routen fischen. Du bist ja auch dabei. Genau, dementsprechend können wir die Routen einfach besser verteilen. Zu den Spots würde ich sagen, kommen wir später nochmal auf dem Wasser. Und zur Futterstrategie dann auch nochmal. Aber ja, ich bin erstmal zuversichtlich. Hier geht's langsam rein, richtig? Da fängt das Ganze schon an mit dem Karpfenangeln. Das ist jetzt nicht, was ich dachte. Ich stecke dich auch in der Wurzel fest. So. Sag mal, auf welcher Höhe? Hier irgendwo vorne? Ja, und so weit links wie möglich. So weit links wie möglich. Da wäre schon okay, ja. So, ja. Passt das von der Höhe? Ja. Und die Dinger sollen nicht ins Wasser? Die können auch ins Wasser. Okay. Genau. Und dann können wir die ja noch Höhen verstellen, das kann ich dann also aber auch hier gleich machen. Okay. Genau. Alles klar, aber grundsätzlich so passt, ja? Das haut hin, der Abstand ist super, alles wunderbar. Klar. Muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht nochmal maule beim Hochgehen. Ich dachte gleich, dass es so tief ist hier. Komm her. So. Perfekt. So, Freunde, jetzt sind wir schon deutlich weitergekommen. Eine Stunde hat aber mittlerweile auch schon gedauert, locker. Und hier haben wir das ganze Futter. Das seht ihr hier, was wir jetzt anfüttern. Was machen wir damit mit den anderen Boilies? Die sind in Reserve, ne? Also falls wir einen Fisch fangen sollten, wollen wir versuchen, die Fische auf dem Platz zu halten. Dementsprechend würden wir immer ein, zwei Hände nachfüttern, einfach um die Fische nicht zu sättigen, aber halt auf dem Platz zu halten. Boot ist aufgebaut. Feld für mich, wo ich drin schlafen werde, ist auch aufgebaut. Die Routen haben wir noch nicht aufgebaut, aber das kommt jetzt nach dem Anfüttern als nächstes, richtig? Genau. Wir wären ja keine Profis. Gut, ich bin immer noch kein Profi. Aber wir wären keine Profis, wenn wir das ganze Futter nicht mit dem Boot auslegen würden. Deshalb geht's gleich los mit dem Boot. Wir steigen jetzt in unser doch 1,60 Meter großes Boot gleich zu zweit. Wird ein bisschen kuschelig, aber wird passen. Dann fahren wir unsere Plätze an, die wir uns im Vorfeld schon ein bisschen vorbereitet und ausgeguckt haben und werden dann unsere Route da ablegen, ein bisschen Beifutter drumherum streuen und dann werden wir wieder mit der Route quasi hier an Land kommen und in unseren Banksee packen. Genau, soweit ist es. Das hört sich nach einem Plan an. Ich würde sagen, let's go, wenn du soweit bist. Ich bin soweit, ja. Was ich mich nur gefragt habe, eine 100 Ampere-Stunden Batterie, brauchen wir die wirklich? Wenn wir heute Nacht ein paar Mal raus müssen, könnte das durchaus passieren. Ja. Okay. Wenn wir viele Karpfen fangen, dann brauchen wir die. So, jetzt legen wir die Sachen mal aus. Was hast du hier auf dem Handy? Genau, wir haben uns mit der Deeper App unsere Plätze so grob markiert, wo wir gleich ablegen werden. Da auch schon in den letzten Tagen ein bisschen Futter raufgepackt, dass sie sich vielleicht schon aufs Futter einstellen können. Und ja, jetzt fahren wir halt die Plätze an. Dazu sagen wir gleich noch was vor Ort und ja, dann werden wir unsere erste Route ablegen. Endlich. Es ist schon 2:30. Okay.
machst du richtig gut. Ne? Als hättest du das schon mal gemacht. Schon mal gemacht vorher. Jetzt kommt hier noch ein kleiner PVA-Stick ran. Genau. Und das musst du mir nicht mal erklären, das verstehe ich schon von alleine. Das ist gut, ne? Der löst sich auf. Der löst sich auf. Schlaufen wir hier einfach schnell ein bisschen ein und dann haben wir immer ein bisschen Grundfutter direkt an unserem Hakenkühler am Ende. So, fahren wir da mal hin. Nicht zu viel Krach machen. Mit deinem Affenzahn. So, kleine Hand noch rüber. Okay. So, die ziehen wir jetzt zu unserem Spot. Richtig. Und wichtig ist immer den Finger noch drauf zu halten, ne, damit man keinen Schnurbogen in die Schnur fährt. Und ja, dann kann es eigentlich schon losgehen. Dann heißt es warten. Und genau das gleiche Spielchen machen wir jetzt dreimal mit den anderen Routen noch. Dann heißt es warten. Warten, hoffentlich nicht zu viel warten. Und Leute, wenn ihr mich mal mit einem Karpfen sehen wollt, wie ich einen Karpfen drille, dann müsst ihr mir jetzt einfach nur viel Glück wünschen. Die beiden Routen hier aufgebaut. Hier ist eine Route aufgebaut. Hier ist so ein Hampelmann im Wasser. Und die nächste Route Route ist auch aufgebaut. Deshalb, Karpfen können jetzt loslegen. Können anfangen zu fressen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ansonsten hinlegen, schlafen. Also ich dachte, jetzt geht's los. Das hätte ja gepasst. So, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Kleinteileprogramm, was wir heute nutzen bei unserer Session. Wir nutzen ein ganz simples Line-Aligner-Rig. Das werde ich jetzt euch nicht im Einzelnen erklären können, dafür reicht die Zeit einfach nicht aus, aber da gibt es ganz, ganz viele Tutorials, wie man das ganz simpel binden kann. So, wir fangen ganz simpel an mit unserem Anti-Tangle-Schlauch von oben. Ne, der sorgt einfach dafür, dass sich unser Rig im Flug oder beim Ablegen nicht verheddern kann. Als Haken nutzen wir einen ganz normalen Vierer Curve-Shank-Haken, in dem Fall den Humpback von Kamakatsu. Und als kleinen Kicker nutze ich ganz gerne noch von Carpa Ass diese Shorties. Sehen so ein bisschen aus wie eine kleine Larve, finde ich persönlich ganz cool. Und ich muss nicht extra den Gaskocher anschmeißen, um diesen Kicker zu mit dem Schrumpfschlauch zu schwingen. Als Haken-Vorfachmaterial nutze ich das Camotex Soft von Fox in 25 Pfund. Ist für mich und dieses Gewässer hier definitiv ausreichend und ein wirklich schön weiches Material. So, und als letztes haben wir noch unsere Schlagschnur von Fox. Das müsste jetzt in dem Fall, lass mich lügen, eine 57er sein. Ist richtig, sind 100 Meter auf einer Spule drauf. Reicht hier definitiv aus für unsere vier Routen. So, mit den Kleinteilen sind wir jetzt sozusagen durch. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Routenrollen und die Schnur an, die wir nutzen. So. Das wäre schön, so ein Lauf, wa? Das wäre sehr, sehr schön. So, ich mache es mal so rum. Wir nutzen hier die Extractor Pro von Sonic. Die ist jetzt relativ neu auf dem Markt. Gibt es, glaube ich, seit 2 Monaten, wenn mich nicht alles täuscht. Der Vorteil bei den Routen, wir nutzen die in 9 und 10 Fuß, also in 2,70 Meter ungefähr und in 3 Metern, ist, dass man sie einmal teleskopieren kann und einmal in der Mitte stecken. Das heißt, wir haben ein super Packmaß am Ende, was halt wirklich gerade vom Boot aus definitiv wichtig sein könnte. So. Als Rolle haben wir die Tonos XD von Sonic, hier jetzt als 8000er und auf unserem Setup da drüben als 10.000er Variante. Und wir fischen eine Geflechtschnur, in dem Fall die Submerge von Fox. Die legt sich wirklich schön auf den Grund ab, weil wir auf Distanzen fischen, ungefähr um die 100 Meter rum und mit Spinnanglern leider zu rechnen haben. Was heißt leider, ist ja deren gutes Recht. Wollen wir aber nicht mit denen in Verbindung kommen, deswegen fischen wir ein sinkendes Geflecht, um denen einfach ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Nochmal kurz zu der Technik, die wir benutzen. Wir haben hier den Sonic Gizmo Bissanzeiger
wirklich cooler Pieper für den Preis, macht einen richtig guten Job. Und jetzt die neuen Swingbob Gizmos, kann man sowohl als Bobbin als auch als Swinger fischen. Und wir haben hier die Fox Absenkbleie, einfach um die Schnur schön abzusenken, falls wir hier vorne mit dem Boot um die Kurve müssen oder falls halt Spinneangler irgendwie hier fischen wollen. War es ein Biss? Ja. Ja, also, ja, ist ein Biss. Wirklich? Ja, wirklich. Unfall. Alter, als ob. Ist wirklich. Okay. Wir wollten gerade hier die Heizung anbauen. So, wir haben den ersten, Leute. Jetzt wird's spannend. Okay, Patrick, du gehst ins Boot rein. Okay. Muss er jetzt nicht losgehen, oder? So. Nee, ist ein Fallbiss, das heißt, der Fisch kommt auf uns zu. Der Swinger ist nach unten gesackt. Okay. Das heißt, du gehst ins Boot rein. Okay. So, setz dich erstmal hin. Bin sehr gespannt. Wunderbar. Ich gebe dir die Rute in die Hand. Nehme mal kurz den ersten Kontakt auf. Stell dir ein bisschen die Bremse ein. Ey, wenn das jetzt wirklich klappt, ich werde so hyped sein, den zu drillen. Ich lasse das Absenkblei mal ausklicken. Oh, ich habe mich schon gerade gefreut, aber wahrscheinlich nicht, ne? Doch, wir haben einen drauf, wir haben einen drauf. Das heißt, ich gebe dir die Rute in die Hand, stell die Bremse ein. Ich übernehme jetzt die Kamera, Leute. Ja. Ich übernehme Patrick bei seinem ersten Karpfendrill. Ich mache kurz den Kescher ein bisschen in meine Richtung, dass ich reagieren kann, ja? Pass auf, mein Lieber, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt in die Richtung. Oh, krass, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Der steht richtig drin. Ich glaube, das ist ein guter. Ich habe gar keine Ahnung, ob er gut ist, aber... Der erste Kopfschlag, den ich gemerkt habe, der war ganz gut. Ja. Okay, wir fahren in die Richtung. Alter, du glaubst gar nicht, wie ich mich freue. Ich dachte, wir müssen Plan B starten heute, aber... Oh, ist das schön, ne? Wenn der Plan aufgeht, ist geil, wa? Wir fahren dem Fisch jetzt erstmal entgegen. Nehmen erstmal, also wirklich immer schön Kontakt halten, machst du super. Geil. Bremse einen Klick weiter auf. Ein, ja, super. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie zufrieden ich gerade bin. Am Ende hängt nur ein Stock oder so dran, aber ich freue mich. Nee, das kämpft zu sehr für den Stock. Das schwimmt richtig weg. So riesig ist er nicht, der lässt sich hier ranziehen. Es ist eine Brasse. Nein! Es ist, wie es ist. Hör doch auf, Alter. Hör doch auf. Aus Karpfenkontakt wird anscheinend Brassenkontakt, oder was? Naja, tun wir mal nicht so, als wäre es wirklich gar nichts. Das ist ordentlich Leichtausschlag. Ja. Aber, ja, Leute. Es ist eine Brasse. Kein Karpfen wie erwünscht. Ich hätte wirklich gedacht, bei dem ersten Kopfschlag... So Leute, man muss dazu auch sagen, es ist auch keine kleine Brasse. Deshalb dachte ich mir schon irgendwie, dass es vielleicht einigermaßen guter Karpfen ist. Aber Brasse ist Brasse. Damit können wir auch nichts anfangen, deswegen lassen wir die auch schwimmen. Schade, aber trotzdem sehr gut. Mann, ich dachte, ich habe jetzt meinen ersten Karpfen dran. Aber gut, Leute... Das sagt schon mal eines aus. Wir haben schon mal mit dem Boilie nichts falsch gemacht. Der war wahrscheinlich gut präsentiert, sonst hätte auf jeden Fall kein Fisch draufgebissen. Und jetzt fahren wir zurück, machen uns nachtbereit, sag ich mal. Jetzt wird es auch langsam dunkler. Und ich hoffe einfach, dass wirklich ein Karpfen raufknallt, weil wir haben schon abgemacht, den ersten Karpfen muss ich heute kriegen. Oder wenigstens morgen. Also wenn das nicht klappt, dann verzweifle ich. Und wie sind deine Gefühle jetzt? Ja, also grundsätzlich ist ja der Plan erstmal aufgegangen. Ja, wir haben erstmal einen Fischkontakt bekommen. Es ist noch hell, die ganze Nacht liegt noch vor uns. Bei dem ersten Kopfschlag hätte ich gedacht, es sei ein Karpfen, aber dem war halt in dem Fall nicht so. Eine schöne Brasse. Jeder Fiederangler hätte sich sehr darüber gefreut. Wir werden die Route nochmal startklar machen jetzt zur Nacht und aufs Beste hoffen. Ich bin eigentlich nach wie vor guter Dinge, dass da noch ein Karpfen kommen wird. Wir geben das Beste, wir geben alles. Ich bin langsam echt müde, muss sagen, 23.30 Uhr ist eigentlich eine Zeit, wo ich echt gerne mich ins Bett lege, da vielleicht noch mal ein bisschen auf Instagram rumscrolle und schlafe.
Aber der Christian ist immer noch zuversichtlich. Ja, ich bin nach wie vor guter Dinge. Also oft ist es ja auch so, man legt sich so ins Bett, ne, schläft so langsam ein und dann läuft der Fisch wirklich ab. Also ich würde auch sagen, wir treiben es nicht mehr auf die Spitze heute. Wir gehen auch bald schlafen. Wie gesagt, die Funke, die wird sich ja melden, wenn was abläuft. Und ja, wir sind trotzdem guter Dinge, würde ich sagen. Und hoffen, bis morgen noch einen Fisch präsentieren zu können. Ja, und mit Fisch meinen wir natürlich nicht eine Brasse. Sollte es wieder eine Brasse sein, dann schlafe ich einfach weiter. Egal was los ist, dann lasse ich den Christian hier alleine drehen und filme das von außen im Bett nochmal und sage, ja schön, Petri, hast du gut gemacht. Ja, aber wichtig ist eine Sache, die Laune ist immer noch super. Auch wenn ich langsam echt schon in meinem Sessel am Einschlafen bin. Aber ja, es kann immer was kommen. Es kann immer was kommen. Wir bleiben dran. Grundsätzlich, die Strategie ist ja aufgegangen. Erstmal, also wir haben ja immerhin schon mal einen Fischkontakt gehabt. Dementsprechend gucken wir mal, was noch kommt. Okay. Jetzt, oh ja, 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 jetzt geht's los. Denke ich, haben wir einen drauf. Jetzt haben wir ja bestimmt einen drauf. Ja, ja, ja. Ja, ja. Einen drauf. Okay. Ich zieh die Warthose an. Nicht. Ah. Das wird eine Brasse sein. Das wird wieder eine Brasse sein. Dankeschön. Ja, das ist eine Brasse. Oh nein. Brassenterror. Fisch ist auch ausgeschlitzt. Ich denke wirklich, dass es eine Brasse war. So, Freunde. Christian ist endlich wieder im Zelt. Ja. Ready for the night. Wir werden uns jetzt hinlegen. Reicht nämlich für heute. Es ist jetzt auch schon mittlerweile 1 Uhr morgens. Wir wollen auch nicht übertreiben. Wir legen uns schlafen. Wenn es piept, dann rennen wir wieder raus. Christian rennt in sein Auto, schläft da. Ich schlafe hier am Zelt direkt an den Routen. Heißt, einen richtig kompetenten Karpfenangler wird es auf jeden Fall wenigstens hier geben. Der weniger kompetente Angler kann da weiter im Auto rumschlafen. Eine Frechheit ist das. Du wolltest heute deinen ersten Karpfen fangen. Ja? Okay, Leute. Es fängt an, wirklich ehrenlos zu werden. Deswegen wollen wir einfach nur noch schlafen gehen. Der Regen hat jetzt auch schon wieder angefangen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wir gehen jetzt schlafen und gucken, was der nächste Morgen ergibt. Ihr habt ja das Glück, dass ihr nicht schlafen müsst, sondern einfach nur weiterschaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Fisch. Oder bis. Oder bis was morgen. Auch immer. Bis ja. Morgen. So, Leute, gerade aus dem Tiefschlaf geweckt. Tuppelt jetzt wenigstens ein bisschen? Ja, ja. Ist eine schöne Brasse. Kann ich weitermachen? Du, feuerfrei. Ich mach mal weiter. Ich übernehme die Kamera. Oh Leute, ey, was machen war denn falsch? Ah ja, okay. Ja, ja. Ich merke, dass es eine Brasse ist. Eindeutig. Ja, die hat da gegen die Karpfenrute gar keine Chance. Jetzt hast du die Schlag schon drauf. Oh. Genau. Kämpft wie ein Barsch auf jeden Fall. Gute Kopfschläge. So. Jo. Das ist eine Brasse. Aber was eine schöne. Wie sagt man so schön? Man kann ja nicht gut schlafen, wenn der Finger nicht nur ein bisschen nach Fisch riecht. Ich habe hier wirklich eine Endstufenbrasse. Ich kann die gar nicht halten. Eine wirklich fette, fette Brasse. Karpfen hätte ich eigentlich deutlich lieber gehabt, aber was soll man sagen? Verwerten können wir die auch. Mal wieder nicht. Ja, schwimm einfach weg, du schönes Brassentier. Kann ich auch noch mal schön einschlafen mit richtig schön Schnodder an der Hand. Ah, Leute, es könnte alles wunderschön laufen. Stattdessen ist der Christian jetzt noch mal am Riggen um 2 Uhr nachts. Irgendwie müssen wir es ja noch hinbekommen, einen Karpfen zu fangen. Also Leute, wenn ihr bis jetzt noch eingeschaltet habt, dann müsst ihr auch dranbleiben, weil dann heißt es safe, dass wenigstens ein Karpfen kommt. Anders kann es ja wohl nicht sein. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns gleich wieder. Run, 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 run! Alter! Welche ist es? Da, die rechte! Die ganz rechte! Alter, das kann der erste Karpfen sein. Mann, ich hab so schön geschlafen, Leute. So, wir fahren mal hin.
ganz großen Topfschlägen. Das ist was ganz anderes als vorhin. Boah, freue ich mich. Ja. Ich sehe, glaube ich, ein bisschen verpennt aus. Aber ey. Komm her, Großer. Ja, ein Monster wird es, glaube ich, nicht sein, weil krasse Fluchten macht er jetzt nicht, ne? Da kommt er. Da kommt er. Jetzt sehe ich ihn. Ui. Jawohl. Ein schöner Spiegler, Alter. Was willst du machen? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja, ja! Petri! Geil! Ja, geil! So, Freunde, Plätscheregen ohne Ende. Aber der erste Karpfen ist schon mal gelandet in der Abhakmatte. Haken hängt auch ganz vorne in der Unterlippe. Ja. Sehr entspannt. So, wunderbar. Ein simples Leine-Liner-Rig mit dem Kraken von Vital Bates. Also super. Klappt es hat geklappt, mal. Ey Leute. Unfassbar. Wirklich. Geil. So, Freunde, wir haben uns natürlich jetzt vorbildlich vorbereitet. Ich habe mir nochmal schnell eine Warthose und die Regenjacke angezogen, währenddessen Christian den Fisch versorgt. Ich würde sagen, wir gehen einfach beide ins Wasser, dann können wir das alles gerade ein bisschen besser handeln und gucken uns das einfach mal an. So, Freunde, das ist jetzt mein allererster Karpfen. Und ich meine, so schlecht ist er nicht, ne? Also, das ist schon... Boah, was wird der haben? 8 Kilo, 9 Kilo? Der hat so einen Nacken, ey, das ist wirklich ein sehr... sehr schöner Fisch. Also für mich als Anfänger im Karpfenangeln, Topfisch, ey, wirklich. Sehr, sehr schön. Das macht richtig Spaß. Geil. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Er darf natürlich den Fisch auch halten, denn zur Hälfte ist es ja sein Fisch. Trotzdem mein erster Karpfen, so können wir das stehen lassen. Dickes Petri dazu nochmal. Und ja, es ist wirklich einfach unbeschreiblich, eine ganz neue Spezies für sich entdeckt zu haben. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt gerne Christian Albrecht auf Instagram ab. Mega cooler Typ, sehr viele große Fische und auch wirklich ein sozial sehr, sehr lieber Typ. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, wunderbar.